Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also mir hängen jetzt alle beide Little Sisters gerettet hier. Aber der... Oh, das ist ja auch irgendwie total traurig, wie der noch seine Little Sisters sucht. Weil die Little Sisters verschwinden ja immer in so einem Schacht. Und der suchte jetzt anscheinend noch seine Little Sister. Och Gott, das ist schon echt traurig. Artemis Sweets. Ja, deswegen kann ich ihn jetzt auch gerade nicht angreifen. Das ist gerade etwas zu traurig, finde ich. Es sind zwar mächtige Kolosse und die stärkste Gegner, aber... Oh Mann, nee, da habe ich doch ziemlich Mitleid mit deiner armen Kerle. Ups. Das ist wohl zerbrochen gerade, oder? Ich schick mich gerade selbst, mein Lieber. Ich habe niemand mehr, der mich rumschickt. Ach, scheiße. Wisst was? Ich glaube, es ist wieder an der Zeit. Alter. Macht das so wenig Schade, das MG? Ist ja schon etwas peinlich gerade gewesen. Also das macht dir so gut wie gar keinen Schaden. Daddy, wo bist du? Ich hab's hier gerade. Von daher nehme ich dich doch gerade mal mit. Da hast du wenigstens mich als dein Little Brother. Also das passt schon. Wo bist du dann, Daddy? Insektenschwarm 3. Da ist er. Okay. Oh ja, Daddy macht doch kurze Prozesse damit. In der Nietenpistole ist nichts mehr drin. Die Kamera könnte ich aber noch hacken. Ja, die kann ich von hier aus hacken. Ohne Plasmide ist das durchaus etwas schwieriger, muss ich gestehen. Und wie komme ich dann hier bitte... Oh nö, so komme ich natürlich nicht durch. Ich benutze einen Auto-Hacker. Ich habe die Schnauze voll. So. Daddy, wo rennst du denn hier? Ah, der rennt wahrscheinlich zu dem Splicer, der erkannt wird. Und ballert hier kräftig mit. Oh, hier hat jemand eine Falle reingestellt anscheinend. So, Windtrap. Telekineser. Lass meine Kamera in Friede, du ekliger Lappeduddel. So. Also meine Kamera, die sollte bitte noch weiter hier stehen. Das wäre nicht schlecht. Ich glaube, ich packe doch lieber mal Anti-Personen-Munition rein. In der Leiche war noch ein panzerbrechende Kugel drin für die Pistole. Hände hoch, Hände hoch! Niemals! Oh. Daddy? Daddy, kümmere dich doch mal bitte um den ekligen Mensch. Zyklon Trap 2. Gut. Oh oh, hier ist noch irgendwo eine Kamera. Und die ich derzeit nicht so drakum. Ups, ah, okay, es ist nur unseren Big Daddy gewesen. Wo ist dann die Kamera? Ah, da drüben ist er. Okay. Dich hätte ich auch verlassen, also. Will da mal nichts drauf ein. Von wegen Vater, warum hast du mich verlassen? So, jetzt hier nochmal. Schnell. Ich probiere es erst nochmal so. Und. Scheiße. Dann probiere ich es nochmal so. Gaul, ah, so. Nein! Oh Gott, oh Gott. Oh nein! Mann, Omega, hier wird du die ganze Zeit da wieder rumgepinst und rumgegreint. Nee, so brauche ich es nicht. Ich brauche das so.
Und dann brauche ich noch so einen rechts noch ohne Rüssel. Da ist er. Rettung. Dann brauche ich so einer. Und dich brauche ich dann da ohne. Und dann brauche ich das. Dann brauche ich nochmal so einen stinknormaler Waagrechte. Und dann brauche ich den. Okay. Ah, wir kommen nur normale Leiche, die hier aufgewirbelt wird. Gut, was gibt's dann hier noch Schönes zu holen? Okay, pack da mich nochmal. Ne, da können wir nicht durch. Dann müssen wir das Ding halt automatisch hacken, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Verbandskaste holen wir uns nochmal so. Hetz mal nochmal auf, holen uns nochmal einer. Und dann war's das erste Mal hier. Alter, lach nicht so creepy. Okay, Filme haben wir sowieso keine mehr. Da können wir noch einer nachlecken. Quatsch, ich wollte mal wieder auf die Kamera seit langem gehen. Und wollte auch mal wieder unseren Daddy hier fotografieren. Einfach mal macht doch wieder ein bisschen was zu kriegen. Das ist ein schönes Bild. Okay. Das war noch einmal fast letzte Bild geblieben und dann war's das. Ist auch in Ordnung, ist legitim. Gut. Gegen den mag ich sowieso nicht kämpfen, um ehrlich zu sein. Aber dafür habe ich gerade nicht die Kapazität. Schrotflinte mit ein bisschen Munition wahrscheinlich. Ja, nehmen wir doch die wieder. Da muss man halt sehr, sehr präzise Ziele bei dem Ding. Das Telefon bringt uns jetzt gerade nichts. Und bei dem Nitro-Splicer, was ein hässlicher Fochel. Erstmal Fotografierer. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und ich sollte das echt mal wieder weitermachen, denke ich. Ziel-Dummy, das ist wieder dieser Quatsch-Plasmid. Oh, das sieht man eher noch armer Haus hier aus. Ein New Invent. Was kann man dann machen? Ionisches Gel, perfekt. Das ist doch sehr, sehr gut. Antipersonen-Munition, lassen wir erstmal gut sein. Ja. Ionisches Gel ist schon mal richtig gut, wenn man es gegen den nächsten Daddy hen. Irgendeiner singt wieder irgendwas unglaublich Gruseliges, irgendwas Jesusartiges. Also bei deiner Leiche würde ich echt am liebsten einfach so der auf Nummer sicher Schuss in den Kopf machen. Ist einfach nur und ja, da ist man sicher. Der Retro ist nix. Electrobolt 3. Das ist immer wieder gut. Das ist mein meist genutztes Plasmid, glaube ich. Electrobolt. Dann. Was gibt's nur zu huschen, du Arschloch? Gibt da nur Grund zu huschen? Sau dummer Hund. So, dann können wir jetzt so wenigstens wieder so tragen hier. Also sorry, wenn ich da teilweise etwas zu aggressiv kommentieren sollte. Aber diese Splicer sind ja echt nur absolut widerwärtig und ranzig. Bläh. So, da ohne noch Rechtsrüssel brauche ich jetzt. Also, komm schon. Da ohne noch Rechtsrüssel, dann brauche ich den. Zum Schluss brauche ich den da. Ich bräuchte jetzt aber nochmal so einen ohne noch Rechtsrüssel. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch echt scheiße. Komm, dann lassen wir es halt durch hier fließen. Dann machen wir halt der Auto-Hacker wieder. Wozu auch immer ich das Ding auf dem Klo brauche, aber jo, ich erfrage es mal jetzt nicht. Benutze jetzt überall die Klospülung, einfach weil ich es kann. Man muss immer warten, bis ein Klo durchgespült hat. Ach, nicht schlecht, die Erkenntnis. Wo ist er dann? Der Bolzen. Nitro Splicer. Okay. Im Mülleimer ist destilliertes Wasser und zwei Batterie. Das ist nie zu verachten, sowas. Ja, gehen wir auch nochmal die lustige Runde. Einfach weil ich der Toilettenmann bin. So. Jetzt laden wir erstmal noch. Und holen noch, okay, Kontaktmine geht nicht mehr, Bandage können wir aber und Granatwerfer sind noch zwei Splittergranate drin. Augenwäsche. Ah na.
und Bandage. Okay. Ach, wieder was Neues gesehen. Dann können wir jetzt auch hier wieder rausgehen. Gut, der arbeitet für uns. Da waren wir schon drin. Abfackeln 3 gibt's jetzt. Kiste ohne Granaten mal wieder. Room for rent. Oh ja, das sieht gemütlich aus hier. Das würde ich ganz gern miete hier. Freie Klinik. Ah, Dr. Yi Su Chong. Aha, der hat wahrscheinlich an der Arme experimentiert, was eine kranke Sache. Ups, Klinik von Dr. Yi Su Chong. Okay, die guckt anscheinend hier nur in die Gegend. Aber jetzt haben wir dem sei Frankenstein-Klinik wenigstens Amok sehen. Ups. Schnell Ecke. Okay, oder Zerstörer. Geht natürlich auch ersatzweise. Okay, jetzt sind wir hinter dem Ding. Das kann nicht schade zur Hecke, denke ich. Schade, dass das andere Teil kaputt ist. Aber was hätte man dann anderes übrig? Was wäre man dann anderes übrig geblieben? Die dumm. Da brauche ich das hier. Moment. Brauche ich den? Dann brauche ich den hier. Und dann jede Menge von den Dinger. Ist noch so einer? Jetzt nur noch einer. Hier wird ja wohl noch irgendwo ein waagrechtes sein. Verarsch mich nicht. Oh Mann. Das gibt's doch gar nicht. Ey, verarsch mich nicht. Oh. Gewitter-Dunner-Keitel nochmal. Wenn es an so einem Scheiß dann schon hängend wächst. Dann nochmal. So. Da haben wir schon. Da können wir. Da brauchen wir noch so. Und da brauchen wir jetzt noch einen waagrechter. Da ist er. Und jetzt brauchen wir noch den Rüssel. Und dann sind wir durch. Na also. Okay. Ich weiß auch, was ich mit welche wie euch mache. Also so ist das nicht. Genbank brauche ich gerade nicht. Beim Su Chong ist es wahrscheinlich drin, oder? Was haben wir dann da? Das können wir nicht öffnen. Okay. Geht anscheinend nicht. Dann will ich aber trotzdem nochmal hier reinschnuppern. Ah, das sind die Klinikräume. Ach du Scheiße. Ist Su Chong überhaupt noch am Leben oder ist der Splicer so wie der andere widerliche Doktor am Anfang schon oder... Ach du Scheiße, Alter. Oh, hi. Naja, ich schieße da erstmal einen Bolzer in der Leib. Ich denke, das ist auch nicht verkehrt. Von wegen, ich schicke dir Beulen oder was er gesagt hat. Telekinese, ja, das bringt mir jetzt leider wenig. Hey, Sportfreund, langsam. Halte mal den Gaul, Sportfreund. Mistkerl. War ein Autohacker dabei, ist ich gehabt. Schon nicht schlecht. Das ist nicht zu verachten. Maschinengewehr war auch noch dabei. Sollte ich eventuell gerade nochmal das hier auswählen. Genau. Bandage verwende ich jetzt. Mülleimer ist Kerosin. Das ist wieder Quatsch. Im Ofen ist nix. Der Old Tom Whisky brauchen wir auf der Schock hier für die widerwärtige Sache. Zum Glück ist im Kühlschrank nichts anderes Ekliges. Ah, na, hier hat aber auch jemand ziemlich rote Stuhlgang gehabt. Vielleicht so viele rote Beetegässer. Und was immer hier? Medical Expert 3. Heile deine Verletzungen im Handumdrehen mit dem neuen Medical Expert 3. Deinem besten Freund geht es schon besser. Okay. Ersetzen wir doch gleich mal durch.
Herr Gasti, Leid und Trinke. Machen wir mal. Ersetzen wir das mal. Jetzt machen unser Verbandskächte richtig gut wieder Schadebett. Na gut, außer blutige Liege gibt es hier nichts für uns. Ich habe eigentlich eher mit mehr gerechnet, aber anscheinend war der Su Chong nichts anderes als ein organischer und Plasmide-Metzger. Also ziemlich unfähiger Typ. Sind wir hier noch Beschützerhaltung? Klinischer Versuch, Protector System Plasmid, Charge Nummer 255, Dr. Su Chong, Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Göhren geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf. Aber Su Chong. Ja, hau ab! Vielleicht, wenn ich dieses genetische... Papa Su Chong! Weg da! Papa Su Chong! Papa Su Chong! Papa Su Chong! Papa Su Chong! Hau ab, du dreckiges kleines Miststück! Wer jetzt so Facecam dabei hätte, hat gesehen, dass sie sehr stark grinst. Das geschieht ihm recht, dem dummen Arsch. Die Kinder verprügeln und dann wird der Beschützerinstinkt von den Big Daddies geweckt und dann war's das. Von wegen, er kriegt sie nicht geprägt. Jetzt hat er gerade das gekriegt, was er verdient hat, der Drecksack. Dann immer Versuch 192 hier nochmal. Das können wir jetzt auch nochmal runtergurgeln. Und was kriegen wir jetzt? Okay, und eine Trophäe in Kupfer habe ich auch noch erhalten. Manipulationen. In Kupfer. Genetische Manipulationen. Gut, das war ein guter Schuss. Ja, dann wissen wir jetzt unser Ziel. Jetzt geht's ab zum richtigen Endkampf gegen Fontaine. Ey. Nett übertreibe hier. Nett übertreibe. Blöder Sicherheitsbot. Und warum steht hier jetzt auch wieder hier so ein klappisches Ding? Dann leck mich doch grad. So. Sorste Fu. Blödes Ding. Lass mal heilen. Ah ne, das war der Sicherheitsnotschalter. Ich habe gedacht, das wäre was anderes. Genau, das hier wäre es, habe ich gedacht. Hier war man nämlich auch noch nett. Mag ich mich hier auf jeden Fall nochmal umgucken, weil ohne Hämmer ja alles soweit. Hier wollte ich mich auf jeden Fall noch umgucken. Und ups. So schnell geht's. RPG-Geschütz. Und die Bolze können wir auch noch aufheben. Aber wenn ich halt gerade nicht die Plasmide dabei habe, um die Dinger zu schocken und... Ja, dann kann ich sowas halt auch nicht. Du kriegst Gesellschaft, du Widerling. Oh Mann, was hast du mir angetan? Ich war das nicht. Das, so viel kann ich mal sagen. Ups, also das habe ich nicht verschuldet. Also Dotra, an der Katastrophe habe ich keinen Fingerabdruck hinterlost. Also, so viel Do dazu. Gut. Ich mag mich auf jeden Fall in der Episode hier nochmal überall umgucken, wo es möglich ist. Und dann können wir in der nächsten Episode nämlich gerade los. Oh, voll in der Hodensack. In die Brustrei. Und nochmal in der Ranze. Na alla. Ranze ist übrigens ein Bauch auf Pfälzig, ne? Nur so nebenbei, falls ihr das nicht wisst. Der Ranze ist ein dicker Bauch. Splittergranate. Und ja, ich weiß, an Dennis Pleiser ist nichts dran. Die sind ja nur Haut und Knochen, aber trotzdem. Es klingt einfach gut, wenn man zu ihm sagt, dein Ranze. Geschenk mit... Oh, Kerosin, das habe ich mir schon immer gewünscht. Danke für das schöne Geschenk. Und ich glaube, da konnte ich noch irgendwo rein. So ein creepy Raum, genau. Und da war noch was. Ah ja.
Bop, bop, bop. Ah. Kreisch nicht so, Jackie Boy. Autsch. Lebt er noch? Nö. Gut, das war zweimal in der Unterleib geschossen. Also, wenn er das überlebt hätte, herzlichen Glühstrumpf. Und da haben wir nix. In dem Film ist nichts mehr für uns von Interesse. Erstmal in die Rache. Und hier nichts im Mülleimer. Medi-Station. Aha, das hacken wir noch gleich mal so. Und drin sind 42 kühle Dollar, 2 Verbandskäste und 6 Kontaktmine. Aber die Kontaktmine können wir leider nicht mehr nehmen. Dafür gehen wir erstmal aufs Klo. Ah, na, wer filmt dann hier die Leute beim Kacken? Geht's noch? Da stehen Kameras auf dem Klo. Und es ist eine Dunkelkammer. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, entwickelt hier irgend so ein krankes Schwein sei Fotos beim Kacken oder nimmt er hier Leute beim Kacken auf? Das geht gar nicht. Und ich hoffe, das ist nur ein Schneckehaus und kein Ringelpiez. Uah, schnell raus hier, das ist ja echt widerwärtig. Ryotus Mob Tears Apart Shopping District. Hostel Takeover. As Funding Decrees. Okay. Immer dasselbe nur. Also hier sind auch keine wirklich neue Nachrichten, immer nur dasselbe. Nur die zwei Dinger. Da unten ist noch ein Verbandskasten, der wird mitgenommen. Joink. Und dann können wir hier auch wieder raus. Dann haben wir hier auch alles untersucht, was möglich war. Und ohne geht anscheinend noch die Luzi ab. Höher komme ich auch nicht mehr. Ansonsten ist hier auch nichts mehr. Nee. Gut, dann ist nur noch der Unner. Und dann mache ich mich hier schon mal auf den Weg, dummel mich schon mal von dort hier. Und dann tät ich Sache, morgen gehen wir dann gerade zum, upsala, zum Endkampf gegen der Herr Fontaine. Die habe ich schon, ja, die Pneumopost, die habe ich schon in der Sucht. Apollo Square, ja, wunderschön hier. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Rapture mal wirklich toll ausgesehen hat, als es alles noch schön im Betrieb war. Also es muss echt schon was hergemacht haben. Nix, so befolgst du, du ekliger Hammel Dikadieren. Oh, der habe ich nur schön der Unterleib reingeschossen. Dich erdolchen? Geht's noch? Schießt mit der MG auf mich und droht mir, wir werden dich erdolchen. Ups. Den habe ich jetzt gerade nur schön abkriegt hier, den Hansel. Aber das war mir eigentlich schon klar hier, dass es hier noch Gegenwehr geben wird. Dass hier noch ein paar Leute neu gewachsen sind, so spontan. Limit erreicht von Kerosin. Guckt euch doch nur an, euch will ich natürlich auch verlassen. Oh, und der sucht wieder noch seine Little Sister. Oh, der arme Klotz kann nicht anders, als gegen die Dinger zu schlagen. So. Na, verdammt. Ja, die sind schon recht fix hier, die Spliceys. Und das war auch sehr redundant. Der, da steht der Splicer und der schießt halt voll gegen seine Schütze-Aushebung. So, als ob es dich nicht interessiert. Darauf stehen sie. Alle Gosch. Komm, jetzt kriegst du. Und. Ich habe mal schnell eben die Bolze noch aus ihr rausgezogen. Ach, Jesus. Man kann sich doch echt arschstellen wie der letzte Mensch. Was gibt's da so saublöd zu lachen? Na, also. Ups. Ein Schnitt! Oh, ein Schnitt! Sag mal. Jetzt hört's aber echt auf. Gut, 3 Bolzen sind es nochmal, die rauskommen sind. Meine Fresse. Ja, hab ich erwartet, jetzt jede Menge von deiner Dinger verschwendet. Oh, der hat mich jetzt betroffen. Ups. Ah, die war neu. Okay.
Dann fliehe ich doch mal schnell. Wow, 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 wow. Alter. Hallo? Hallo, darf ich noch irgendwas machen? Ich lasse mich jetzt auch einfach mal bewusst abknallen. Jetzt habe ich auch diese Traumvision leider nicht mitgekriegt, weil ich einfach nur durchrennen wollte, aber... Nee. Ja, das dachte ich mir schon, dass dem sei Wohlfahrtsorganisationen und sei Armehäuser und so weiter eigentlich nur für kranke Experimente gedacht waren und nur Mittel zum Zweck war. Und du hatte anscheinend die neue Persönlichkeit Atlas aufgebaut. Ups. Kam dann der jetzt plötzlich her? Ah, da ist noch so ein dappisches Ding. Upsilla. Heide Witzka. Also jetzt mal ohne Witz, das Ding macht ja absolut wie gar keinen Schaden mehr. Heide dir Maria voll der Gnaden, spinnst du? Hast du so noch alles Pleißer? Guck dich doch nur an, du dummer Hund. Hallo? Mann, Ometa. Also du kannst wirklich ganze Magazine verballern auf die Typer. Die machen dir so gut wie gar keinen Schaden mehr. Heftig. Okay, aber bevor das jetzt noch richtig ausartet, würde ich sagen, ich gehe jetzt nochmal bis vor und mache dann dort wirklich für heute meinen Cut. Da sind wir schon weit gekommen, denke ich. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.